Willkommen zusammen zu einer weiteren Fahrt im TSW 2. Heute mit der Baureihe 187 von Skyhook Games. Natürlich die Variante mit den ganzen Mods drauf, die das Ding überhaupt fahrbar machen. Ich besitze die 187 nach wie vor. Ihr wisst ja, ich habe es ja mal erzählt, ich habe sie eigentlich zurückgegeben. Habe ja auch das Geld dafür zurückbekommen, aber von meiner Festplatte ist die Lok nie verschwunden. Also, solange sie da ist, warum nicht fahren? Wir haben auch hier jetzt die korrigierten Anstriche, ne, mit 140 km/h Schleppgeschwindigkeit und auch DB Cargo AG und nicht mehr DB Regio Baden-Württemberg oder was auch immer da drauf stand. Da war ja noch so ein Tippfehler mit drin. Genau, wir stehen hier gerade in Riesa. Kann das sein? Nee. Wo stehen wir denn gerade? Das müsste irgendwo bei Dresden sein. Genau, und wir fahren Richtung Riesa. Das Ganze ist ein Szenario aus dem Transim Community Forum. Der Link dazu in der Videobeschreibung. So, übernehmen wir den Führerstand. Federspeicherbremse ist gelöst. Dann achten wir mal darauf, dass die direkte Bremse angelegt ist. Sehr gut. Zugbremse lösen wir dann an dieser Stelle. Können wir hier sonst noch irgendwas einstellen? Genau, Signalleuchten auf Auto. Gut, Batterie ist ein. PZB machen wir uns an. LZB machen wir uns an. Hier der SIFA-Schalter, der falsch herum ist. So, dann schließen wir wieder die Tür. Ich hoffe, wir sind im richtigen PZB-Modus, in der unteren Zugart. Ich würde, glaube ich, gerne in der mittleren Zugart fahren. Können wir das hier noch... Wo können wir das denn einstellen? Was ist das? Notbremsventil. Nee, nee, nee. Moment. Ach ja, stimmt. Das ging ja hier über dieses Display. Spitzensignale. Jawohl. Dann... Okay, warum auch immer das jetzt hier so... ausgeblendet ist. Gucken wir mal, wie es aussieht. Nee, das ist falsch. Achso, vielleicht müssen wir vorher noch die Vorwärtsfahrt. Nee. Na, komm schon. Och. So, aufstehen wollte ich. Und jetzt. Hat es geklappt? Jawohl, das hat geklappt. So, haben wir jetzt Lichter? Nein. Also nochmal ins Menü rein. Enter. 2 und dann jetzt vielleicht den hier. Enter. Nee. Ach so. Ah. Das ist natürlich smart, wenn man dann die Spitzensignale noch einstellt. So, okay, das sind jetzt aber die Schlusslichter. Also nochmal das Ganze. Spitzensignal und dann 2 und dann 1. Ich weiß es jetzt nicht, was das Richtige war. War es 1 oder 2? Ja, das ist korrekt. Auch wenn die Lichtkonfiguration an sich immer noch die falsche ist. Eigentlich müssten die hier unten an sein, die leuchten. Aber da können wir jetzt leider nichts dran ändern. Das ist Skyhooks Versagen. Bremsstellung, daran ändere ich nichts. Stromabnehmer, Auto. Ja, lassen wir jetzt erstmal kurz Zugart. Mittlere Zugart bitte. Enter. Haben wir das jetzt? Nee, aber ich glaube, wir müssen mal die PZB, glaube ich, einmal aus und wieder anmachen, denke ich mal dann. Also PZB aus. Ja. Und wieder an. Mittlere Zugart, jawohl. Setzen wir uns. Okay. Stromabnehmer. Da hätte ich gerne den vorderen gehoben, denn wir haben direkt hier hinter uns Kesselwagen. Da möchte ich nicht da in irgendeiner Form Gefahren eingehen. Also Hauptschalter raus. Stromabnehmer runter. Jawohl.
Welchen Stromabnehmer nehmen wir dann? Das müsste dann Stromabnehmer 2 sein, den wir dann heben. Stromabnehmer 2 bitte. SA2, Enter. Und jetzt Stromabnehmer hoch. Jawohl. Hauptschalter hinterher. Jawohl, wir hören's. Die Lok ist wieder da. Juti. Dann haben wir soweit alles. AFB lassen wir aus, weil die auf dieser Lok ziemlich verbuggt ist. Wir dürfen fahren. Und auf geht's. So. Zugbeeinflussung. Also mittlere Zugart, das heißt Vmax 120 für uns. Ich denke mal, die Wagen lassen sowieso nicht mehr zu, aber auch nicht weniger, oder? Aber mir wurde das mal in den Kommentaren erklärt, wie man das anhand der Wagenbeschriftung erkennt, aber ich habe es leider nicht mehr parat. Also gehen wir mal von den 120 aus. So, braucht man echt einen Scheibenwischer? Offensichtlich. So, mit 40 dürfen wir weiterfahren. Zugbeeinflussung. Und da vorne. Ach, die Scheibenwischer sind mir viel zu schnell. Wo kann ich die Scheibenwischer? Langsam. Unregelmäßig. Unregelmäßig. Zugbeeinflussung. So, ich hoffe, unser Signal wird gleich wieder umspringen. Ah, sehr schön, so eine Boulderwand hier. Hier die blauen sind besonders schwer, die grünen auch. Die gelben sind, glaube ich, eher einfach. Sehr schön. Wir dürfen frei fahren. Dann müssten wir uns auch eigentlich befreien dürfen. Zugbeeinflussung. Nein? Doch, ich glaube schon. Okay, dann nicht. Zugbeeinflussung. Aber auf die 70 kommen wir auf jeden Fall schon mal hoch. Können uns immer noch nicht befreien? Warum denn nicht? Nö. Zugbeeinflussung. Geht nicht. Zugbeeinflussung. Dann nicht. Ja, in dem Szenario ist ordentlich was verbaut übrigens an KI-Verkehr so. Ihr seht es ja, also die ein oder anderen Züge sind uns schon entgegengekommen. So, sehr gut. Dann dürfen wir jetzt auf jeden Fall auf die 80 hoch.
Ja, hier im Großraum Dresden ist es manchmal natürlich ein bisschen hakelig. Immer wenn ich hier dran vorbeifahre, dann muss genau diese Kameraperspektive drin sein, anders geht das nicht. Ich muss halt sagen, die 187 macht schon Spaß, so mit jetzt gutem Sound. Und wenn man die AFB auslässt und die LZB auch, weil die LZB halt auch hier ziemlich verbuggt ist, aber auf der Strecke haben wir kein LZB, deshalb habe ich sie hier angemacht. So, an sich ist sie halt echt cool, die Lok. Mal wirklich was anderes zu dem, was wir so bisher haben, aber ja, leider ist das Skyhook immer noch nicht mit einem Fix raus. Also, das ist sehr schade. Achso, wir dürfen schneller fahren. Wobei, jetzt geht es gleich eh ziemlich bergab, deshalb schalte ich da jetzt nicht viel Leistung auf. Da habe ich jetzt mal kurz nichts gesagt. Habe ich mal die Bilder sprechen lassen. Dann sind wir auch schon auf unserer VMAX heute. Und nehmen die Leistung wieder zurück. Es geht leicht bergauf. Sehr gut, mit den Zugschlusstafeln. Hier am Schmalspurgelände vorbei von Radebeul. Radebeul Ost. Hier hält die kleine Schmalspurbahn.
Und da kommt schon der nächste. Sifa. Ja, Sifa. Bisschen Leistung können wir wieder aufschalten. Können wir sonst irgendwas noch einstellen? Nee, ne? Können das aus und an machen. Dimmen. Tagansicht wählen. Oh, wir sind zu schnell. Ankündigung auf 130. Auch schön, dass hier halt, sobald man Bremskraft aufschaltet, sich die Farbe ins Orangene ändert und Leistung mit dem Blauen. Sicher. 130. Machen wir nochmal den Scheibenwischer ganz kurz an und wieder aus. Hat nicht geklappt. Sehr gut, dann machen wir das nochmal. Und jetzt hat es geklappt. Also ich möchte nach wie vor keine Kaufempfehlung für die 187 aussprechen, weil für die Qualität, die man geliefert bekommt, ist es das definitiv nicht wert. Muss aber dazu sagen, so wie es jetzt gerade bei mir ist, ich habe sie ja gekauft und jetzt habe ich sie ja im Grunde genommen wieder mehr oder minder ohne Geld bekommen. Aus Gründen, die mir nicht ganz erfindlich sind. Ich gehe mal davon aus, wenn ich irgendwie mal so einen Steam-Abgleich mache, dann so eine Steam-Reparatur drüber laufen würde, dann würde die 187 vermutlich auch verschwinden. Ah, Gott. Zwangsbremsung. Habe ich nicht genau an dieser Stelle schon mal eine Zwangsbremsung bekommen, aus Gründen, die ich nicht gecheckt habe? Also entweder ich habe schon wieder den gleichen Fehler gemacht, oder hier ist wirklich ein Fehler auf der Strecke. Ich weiß jetzt nämlich nicht, was ich da irgendwie hätte bestätigen sollen. Oder bin ich irgendwo zu schnell drüber gefahren? War das ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt? I don't know, man. Ah, scheiße. Nicht die Nino-Bremse. So. Langsam die Kupplung strecken und wir geben wieder Leistung mit dazu. Keine Ahnung, was das jetzt war. Schönes kleines Detail. Jetzt wurde ich vom Zug wegge... Oh Gott.
Nicht zu schnell werden. Ja, dann befrei dich halt selbst. So, ich kann doch nicht immer dafür sorgen, dass du dich befreist. Jetzt geht's noch ein weiter nach rechts rüber. So, 110 darf ab hier gefahren werden. Na los, befrei dich. Geht doch. Sind wir befreit, wirklich? Ja, das hat sagt auch ja. So, wir haben Halt zu erwarten. Also HP0. Oder im HL-Signalsystem wird es, glaube ich, HL13 heißen. Oder hat es mal geheißen. Und da vorne ist schon das böse haltzeigende Signal. Okay, wir halten an. Gut, dann müssen wir hier wohl ein wenig warten. Also Lokbremse anziehen. Zugbremse löse ich auch wieder. Dann würde ich sagen, was wir jetzt mal ausnahmsweise machen, das mache ich sonst normalerweise eigentlich nicht, aber das ist eine längere Güterzugfahrt. Die splitten wir mal in zwei Teile auf. Daher bedanke ich mich fürs Zusehen mit Teil 1 und in der nächsten Folge geht es dann mit Teil 2 weiter. Dann machen wir uns auf die letzten Kilometer auf in Richtung Riesa. Danke fürs Zusehen, tschüss und auf Wiedersehen.